Ja, dadurch, dass er seine Waffe noch nicht gezogen hat, mache ich einen Wuchtschlag 10. Nee, er hat seine Waffe gezogen. Ach so. Es ist ein rondrianisches Duell, dementsprechend gilt es noch nach den Regeln des rondrianischen Duells. Aber mache ich eine Finte 5. Beide Wo sind denn? orientiert, also beziehungsweise Initiative haben wir rausgewürfelt und ja, er wird das Wurde Zuhauen der. Hier zweimal nicht parieren. Mach, Angriff. ich eine Erster Finte Zweikampf. 5. Finte 5. Wie gesagt, er wird nicht parieren, sondern zweimal angreifen. Dementsprechend war die Finte egal, kannst du Schaden machen. Ach so, ja. Daran hätte ich denken sollen. Egal. Eine Frage. Wurde das Duell eingesegnet von Junivera jetzt Ja, vorher? das wurde in der Zeit gemacht. Sie hat das sehr schnell einmal eingesegnet. Und 16. wenn es hier nach den Dann. Göttern geht, dann kann sich keiner einmischen. Dann ist 16. das Game schon, der Segen schon vorbei, denn Ardor hat einen Armatrotz gewirkt. Ja, aber das wisst ihr ja Ja, nicht. Das und ist ja eine hexische Variante. das ist richtig. Also Wir wissen nicht, ihr dass das wisst, Duell vorbei ist. genau, ihr wisst nicht, dass Ja. das Duell so nicht. Du machst 12 Schaden an ihm, beziehungsweise, 16 ja genau, sind. minus die Achso, ja. Rüstung sind 12. Er würfelt mal eine Selbstbeherrschungsprobe, um stehen zu bleiben und er bleibt stehen. Dann kommt der Schade. Randrakam von oben nach unten runtergezogen und er hat sich keine Ansage gegeben. Schade eigentlich. Du kannst natürlich parieren. Ja, gelungen. Gelungen, dann kommt jetzt der zweite Angriff. Du hast nichts mehr offen. Ist keine Reaktion. Ist ein plus 4. Und ich mache da mal einen Wuchtschlag 2 draus. Mal, ich habe eine Das ist gerade 22er so Ini. gelungen. Ganz kurz, ich habe noch eine Abwehr, eine zusätzliche, ab 21 habe ich noch eine zusätzliche freie Aktion oder eine Freie Abwehrreaktion. Aktion. Nur eine Und was freie ist das Aktion. zweite? Genau, freie Aktion und minus 1 auf deine Parade. Ach so. Warte, ich bin zu schnell, weil ich. Hä? Psst, Blödsinn. Okay. Du kannst natürlich auch warten, ne? Du kannst natürlich warten, bis er hat jetzt einfach umgewandelt. Er hat keine Parade gehabt, das hast du dementsprechend. Ja. Du bekommst 13 Trefferpunkte. Okay, das Kannst sind deine immer noch Rüstung fast abziehen, du vier. hast einen 4er Armatrotz. Ja, 4 plus 3 sind 7. Treffen mich 4. Okay. Nächste Kampfrunde, er ist wieder dran, er wird wieder zweimal also er wird zweimal angreifen und auf seine Parade verzichten. Muss mir überlegen, ob ich den jetzt. Wenn er auf seine Parade verzichtet, dann wäre es für mich eigentlich sinnvoll, wenn ich ihn jetzt so schnell wie möglich tot haue. Also du musst nicht vorziehen, aber ich würde jetzt angreifen, weil auch Ich ziehe bei. einmal vor und mache einen Wuchtschlag 10. Windmühle. Das heißt. Das heißt, du machst einen Wuchtschlag und ich antworte mit einer Windmühle. Kann Das ich heißt, das das, ist. kann er das machen, obwohl ich vorziehe? Die Ja, das Windmühle ist ist ja. eine Abwehraktion, die nur gemacht werden darf, wenn du mit einem Wuchtschlag einleitest. Du hast mit Mit dem einem Wuchtschlag Wuchtschlag. eingeleitet, dementsprechend kommt jetzt jo, mein Konter. Blöd für mich, aber habe ich geschafft. Okay. Sind Ich habe meine wir. Windmühle auch geschafft. Yep. Mache ich trotzdem Schaden oder wie ist es? So, schauen wir mal nach. Es ist ein Du kriegst jetzt Schaden. Abwehrmanöver plus 8. Abwehrmanöver plus 8 habe ich geschafft. Jetzt schauen wir mal nach. Um die Windmühle zu initiieren, muss der Kämpfer einen Wuchtschlag angegriffen werden. Das ist passiert. Dir um genauso viele Punkte erschwert ist, wie der entsprechende Angriff. Mindestens aber 8 Punkte. Ganz kurz, Frosty, nur dass ich es jetzt nicht falsch verstehe. Du hast gesagt, er macht zwei Angriffe und verzichtet auf seine Parade. Kann er dann trotzdem eine Windmühle machen? Er kann umwandeln. Er kann immer frei umwandeln, wenn er Kampf gespürt. Nee, Gelingt. aha. Sind Also, wir schon in der nächsten Kampfrunde, ist die ja, Frage. es ist Genau, die wir sind in der neue nächsten Kampfrunde. Kampfrunde. Genau. Ah. Deswegen wundert mich Gelingt das auch. Diese Parade, so gilt sie gleichzeitig als gelungener Wuchtschlag mit einer Ansage der vollen eigenen Erschwernis, beziehungsweise dann die plus 10, die du gesagt hattest. Dementsprechend kommt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Angriff wird abgeblockt und ich mache 2w6 plus 5 plus 10. Hast du richtig verstanden? Genau so ist es. Sind 23 Schaden. In Kampf, Trefferzone, ein Schild haben. 16, dann habe ich noch 9. Ist das eine Wunde oder zwei? Bei 16 habe ich, ist das mindestens eine Wunde, oder? Ich habe eine Was ist deine Konsti von Konsti? Ja. 4, Also, 14. eisern? du bist eisern, also es ist Ja. eine Wunde, es ist keine zweite. Genau auf die Wundschwelle der zweiten Wunde. Habt ihr auf Eine keine Beherrschung? Selbstbeherrschungsprobe? Selbstbeherrschung.
Erschwert um, du hast 14. Schaden über der ersten Wundschwelle. 9, das heißt 7. 7 erschwerte Körperbeherrschung, sagtet ihr? Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Ja, nö. Dann haut's mich jetzt um. Ja. Wollten wir die Chips nicht poolen, Jungs? Ich meine, wir wollten darüber reden, sobald es drauf ankommt. Tatsächlich, glaub, ist drin. An. Chip, ja oder nein? 3, 2... Wenn ich darf, dann ja. Wer hat die noch? Klar. Tau. Gibt denn? Tau gibt. Gib. Dann, was soll neu gewürfelt werden? Seine Windmühle. Aber wenn das noch geht. Du bist ein Arschloch. Ja, klar. Okay. Die gelingt auf die 6. Auf die 6? Ach, bitte. Bei Freios. Wieso auf die 6? Auf die 9? Bei Zar. Erschwert um 10. Ja, Parade, genau. Erschwert um 10. Achso, es ist eine Parade. Entschuldige. Ja. Entschuldigung, ich habe eben auf... Okay, die 1. Aber Crit ist Crit. Willst du mich verarschen? Ja, damit. Ist eine Attacke. Ja. Er ist auf die Attacke gewürfelt. Ja, Würfelwurf ist Würfelwurf. Würfelwurf ist Würfelwurf. Aber du hast recht, es geht nicht auf die 19, sondern auf die 16. Ich erspare dir anstatt mal der 23... Beziehungsweise der Wuchtschlag wird nicht verdoppelt. Na doch, es ist bestätigt. Es wären jetzt die. Möchte jemand Schicksalsbruch verbrechen? 23 wären 46 TP. 46? Ich weiß nicht, ob wie viel? Die. Zweiter Schicksalspunkt, Fragezeichen? Normalerweise erlaube ich das nicht, aber einen zweiten Schicksalspunkt, komm. Einer hat einen Minus. Wenn wir dürfen, dann würde ich den auf jeden Fall nochmal machen. Sekunde. Also dann soll er nochmal würfeln, weil ein Crit, ich bin jetzt halt einfach tot. Ich habe noch nicht mal mehr einen Schicksalspunkt zum Verbrennen. Wie mache ich das denn jetzt? Okay. So, einen habt ihr noch. Wer hat den? Kasim, ne? 3. Ja, nimm. Junge, was überlegst du da? Alles klar, dann würfel ich nochmal neu. Jetzt kommt die nächste 1, ich sag's euch. 2 Einsen. Du siehst es vor deinen Augen, du versuchst auszuweichen, deine Waffe wird rumgewirbelt, plötzlich hast du das Schwert in deinem Kopf, dann dreht Zersal die Zeit zurück, auserwählt, wie du von ihm bist, du siehst, wie du ein zweites Mal getroffen wirst, wieder einmal wird die Zeit zurückgedreht und dann kannst du die Windmühle vorhersehen, du tänzelst zurück, taumelst zurück und der Wuchtschlag geht vor dir in den Boden, du hast ihn angefindet. Und die Windmühle, die er im Mann gesetzt hat, wirbelt vor dir in der Luft und zerschneidet mit einem Flirren die Luft. Zersal hat dich auserwählt. Benutzt er das Schwert von Zersal? Nein, er hat noch einen Rackham. Okay. Damit geht übrigens der Schaden von Ardo jetzt durch, ne? Parade ist misslungen. Mhm. Das ist richtig. Ja, dann sind das, was hat er gesagt, ein Wuchtschlag plus 10. Du kannst den Schaden würfeln. 20. 25? Was ist denn das? Die Selbstbeherrschungsprobe wird auf Körperkraft gewürfelt. Das wird er wohl nicht schaffen. Letzte, ja, Körperkraft. Das wird er wohl nicht, wird er wohl nicht schaffen. Wahrscheinlich eine 9er haben. Du, würfel mal die Trefferzone. Ja. Schildarm. Ja, du zerschneidest ihm den Arm und er lässt sein Schwert fallen, knurrt dann aber, Gott der Götter, hilf mir. Er greift sein Schwert und macht weiter. Hat er Schnellziehen? Er hat Schnellziehen, natürlich. So ein Scheiß, sonst hätte ich ihn jetzt gleich nochmal gehauen. Aber er kann in dieser Kampfrunde nicht mehr seinen zweiten Angriff machen, also wir gehen ganz normal. Wir würfeln eine neue Initiative aus. Wir würfeln beide eine neue Initiative aus. Ich gehe mit Kasim auch in die Initiative. Darf ich orientiert starten? Nee. 17 habe ich. Ich würde das gleiche tun. Wieso hab ich eine Behinderung von 3 eingetragen? Es gibt keinen Sinn. Wow, 15, richtig gut. Ja, ich habe die 17. Ich würde einfach mal vorziehen und mit meinem Rondra-Kamm dir nochmal in den Kopf hauen. Ich habe auch eine 17. Sicher, du hast eine 14. Nee, weil die Behinderung falsch eingetragen ist. Achso, okay, gut.
Ja, dann versuche herauszufinden, warum. Was willst du tun? Was will er machen? Er möchte hauen. Zweimal? Zweimal. Einmal, dann mache ich jetzt eine Finte 5. Finte 5? Einmal. Gegenhalten. Was ist jetzt Gegenhalten schon wieder? Herzhaft. Ist gelungen. Gegenhalten ist aber auch um die Finte erschwert. Ja, das ist richtig. Und du hast schon auf Attacke gewürfelt. Gegenhalten wird auf Attacke gewürfelt. Alter, aber ja, es ist... Ist du, nicht gelungen. Erschwert genau. Um 4, erschwert um 5. Ist nicht gelungen, du machst den vollen Schaden, er macht gar keinen Schaden. Immerhin. So, nochmal 15. Ja. Das kann er nicht. Trefferzone. Da hat sich das neue Schwert wenigstens gelohnt. Schwertarm, alles klar. Alter. Ja, mittlerweile kannst du sehen, wie sein Blut wohl nicht rot ist, sondern eine Mischung aus... Ist sein Blut Gold? Leute, mit dem stimmt irgendwas nicht. Seine Attacke ist durch. Dann gehen wir von der 17-17 auf Tau. Wenn du willst, vorziehen. Ansonsten muss... Ich würde ein Paralysis vorbereiten. Wie lange dauert das? 5 Aktionen. 5 Aktionen. Kasim? 3, 2, 1... Corpo Frigo. Wie viele Aktionen? Ja. Kälteschock dauert 2 Aktionen. Dann kommt es am Ende der Kampfrunde an. Jawohl. Vorher kann ich allerdings Ardo den Kopf abschlagen. Zum Glück habe ich noch eine Parade offen. Wuchtschlag 10. Ja, mach mal. Ich will es echt wissen. Junge. Gelungen. Wer noch erschwert um 4? Also. Ja, von seiner vorherigen Aktion. Er hat sowieso nicht getroffen. Ja, dann. Das Schwert klirrt in den Boden, zerschneidet den Wintergarten. Und dann kommt der Corpo Frigo von Kasim. Wenn er ihn schafft. Willst du mir schon wieder einen Kill stealen hier? Nee. Der macht ja keinen Schaden. Ja. MR wird abgezogen. Was bleibt übrig? 0. Genau. Also 0, also mit 1 gelungen. Ja, natürlich. Ja, dann erst okay, namenlos geweiht. Er hat eine MR von 13. Finde ich gut. Dann bekommt er jetzt für eine Kampfrunde, also er bekommt erstmal einen SPA. Okay. Ganz wichtig. Interessiert ihn nicht? Ja, ne? Also, was noch? Ein SPA ist ein echter. Er verliert für eine Kampfrunde 4 auf Attacke. Körperkraft, Attacke, Parade, Körperkraft, Fingerfertigkeit, Gewandtheit. Und Initiative. Okay, alles klar. Dann kannst du sehen, wie sich ein Raureif um ihn stülpt. Er schüttelt sich einmal und das Eis fällt schwarz zu Boden. Dann ist die Kampfrunde durch. Möchte Ronga angreifen? Ronga braucht hier... Ich gehe mal davon aus, dass nicht geeicht hier auf... ich brauche erstmal eine Aktion-Position. Achso, 1 zu 10. 1 zu 10, also... Das wären 3 Meter. Ja, dann komme ich damit... Nehme ich erstmal hier... ich laufe die Strecke hier. Aktion-Position, dann hast du noch eine Aktion. Orientieren, alles klar. Dann, nächste Kampfrunde. Kasim muss handeln. 3. Orientieren. Orientieren, gut. Dann Tau ist dran. Du hast gesagt, eine MR von 13. 13. Ne? Du hast 5 Aktionen, ne? Dann hast du jetzt 3, ja, genau, 4. Nächste Runde bin ich dann dran. Genau, dann Ardo ist dran. Stopp, ich zieh vor. Also ich versuch's zumindest. Ich greife da zweimal an. Ich zieh vor. Ja. Ich schlag ihn einmal. Einmal? Mit einem normalen Angriff. Nichts Großartiges. Univera derweil wird laut rufen. Das ist ein Rondra-heiliges Duell, ihr Narren! Ich rufe zurück. Nein, es ist nicht mehr! Schau ihn dir an! Ah, nee, stopp, ich muss Parade würfeln. Nee, nicht auf Parade, du musst angreifen, wenn du vorziehst. Achso, ja, gut. 18 liegt. Hattest du eine Ansage drin? Nö. Das sind 12 Trefferpunkte. Ja. Ganz kurz. Fürs Protokoll. Wir hatten keine irgendeine Form von Barriere, als wir eingegriffen haben, oder? Nein. Kasim nutzt seine zweite Aktion, um Univera zuzurufen. Das war nie ein heiliges Duell. Seht sein Blut. Ardo beschreibt die Situation. Oh, er ist tot. Schön. Ach, ich dachte schon. Puh. Während die anderen nach vorne stürmen, während Ronga nach vorne stürmt und der Ritter, der goldblutende Ritter, den Raureif abschüttelt,
macht er sich dazu bereit, einen gewaltigen Hieb anzusetzen oder mehrere Hiebe. Ardo schafft es aber, irgendwie sein Schwert hochzubringen und rammt ihm einmal durch die Kehle durch. Und er spießt sich mehr oder weniger daran auf und rutscht dann langsam auf den Knien runter, während ihm die Waffe aus der Hand fällt. Ardo zieht das Schwert heraus und schaut sich nach weiteren Gefahren um. Ja, die Zornesritter stehen immer noch hinter euch am Wintergarten und schauen verblüfft. Was bei runter? Ronga zieht sein Schwert, möchte gerade noch den Rondra-Stolz mit einem Festnagelmanöver an den Boden pinnen, als er recht verblüfft schaut, dass der gute Ardo es alleine hinbekommen hat, den Rondra-Hochgeweihten niederzuringen und lässt dann langsam das Schwert wieder sinken. Alleine ist gut. Zwei Schicksalspunkte und Kasim. Das war ein Group Effort. Ich habe eine Gruppe gemacht. Ansonsten hätte ich zweimal getötet. Ja, aber wirklich. Ja, die Ritter vom Zornesorden sind verwirrt, wissen selber nicht genau, warum ihr Ordensanführer, beziehungsweise der Herr von Rancar de Retena, jetzt golden ausblutet, filetiert, wie er jetzt hier in zwei Körperhälften liegt. Und ich gehe mit dem blutigen. Ich gehe mit dem goldblutenden Schwert auf die Ritter zu, so, dass es breit ist, aber nicht so, dass ich zuschlagen will. Mhm. Und schaue sie an. Das war euer Hochmeister? Ja, das war er wohl. Könnt ihr mir bitte verdammt nochmal erklären, warum er lila Augen hat und Gold blutet? Nee, Mann, wissen wir nicht. Hör auf, mit uns zu reden, sonst schneiden wir dir trotzdem noch den Kopf runter. Oh, bei den Göttern. Ardo, beherrsch dich. Du hast das Duell gewonnen, Mann. Ja, sehr gut. Bande. Ja, dann gehe ich jetzt wieder zur Leiche zurück und schnapp mir die Waffe und den Handschuh und ziehe ihm den relativ unsanft vom Körper runter. Ja, wenn du dich umdrehst, siehst du schon, dass Ronga momentan dabei ist zu plündern. Für uns Zeichen sehen natürlich nur das Schwert und den Handschuh nimmt. Wenn ihr im Wintergarten steht, könnt ihr sehen, wie wohl draußen trotz, naja, wir haben Praius, Ende Praius, Nebel zieht auf. Und wabert bis zum Wintergarten nach oben. Kasim, Tau, was waren die Worte? Im Schatten des Berges kann man die Waldlöwen sänftigen? Sowas in der Art. Hat sich das niemand von euch gemerkt? Da ist denn der Nebel. Was erwartest du von mir, dass ich mir irgendwas merke? Die beiden sind die Magier, die müssen sich doch sowas merken. Hey, Arschlöcher. Junivera wird derweil auf die anderen Zornritter zutreten. Wo ist der Engram-Geweihte? Habt ihr ihn umgebracht? Nee, der steckt unten im Keller. Lebt noch. Zort. Hat der Bär. Ja, ich steck mal. Der Schatten des Berges sind Zwerge nicht und Engram und Berg und Feuer. Guter Ort wie dieser Tempel? Univera wird derweil die Treppe nach unten eilen. Ich befreie den Ingram-Geweihten, bis gleich. Und während sie geht, könnt ihr es tatsächlich sehen, auf der Veranda des Wintergartens drei gewaltige Lux- oder Lynx-Geister auftauchen, die sich durch die Glasscheibe materialisieren und dann vor euch stehen. Oh, scheiße. Ich leg meine Waffe zur Seite, nehme das Schwert und die in den Handschuh und knie mich vor denen hin und leg ihnen die beiden Gegenstände hin. Verdammt, Ardo, was machst du da? Sie werden dich genauso zerfetzen wie diese Ritter. Und senke den Kopf. Einer der Lynx schreitet mit ihren grazilen Krallen nach vorne, beißt in den Handschuh, dreht sich um und verschwindet. Die anderen beiden verschwinden ebenso. Zurück bleibt Pazifer. Dann spreche ich noch ein kurzes, stummes Gebet an den Geist, am Zersaal und nehme dann das Schwert auf. Danke. Was? Oh, scheiße, Geister. Aus denen werde ich nicht schlau. Das sind ja auch Geister. Warum müssen das so viele Geister dann sein? Ich weiß es nicht, aber wir haben das Schwert jetzt.
Warum hat er Praios angerufen? Kasim zeigt auf den toten Brondriana. Und dann Gott geblutet. Mit denen hat doch irgendwas nicht gestimmt. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen mal wieder mit Jalna Jitzkog reden. Ich glaube auch. Ach, warum hat er Praios angerufen? Ich verstehe es auch nicht. Und ich mag aus einer Region kommen, wo gerade die mittelreichischen Götter nicht besonders verehrt werden. Hat die Irre nicht eigentlich auch noch den Kampf gesegnet? Ja. Irgendwie, das... Also, Irre? Nein, die alte Vettelweite. War irgendwas, als du deinen Zauber gesprochen hast und du reingegangen bist, Ronger? Was? Nein, ich... hättest du ihn nicht im selben Moment erledigt, dann hätte ich ihn angegriffen. Was soll da denn gewesen sein? Hätte es etwas geben müssen? In Richtung der, der Ritter? Keine Ahnung, wir sind nur profane Mitglieder, wir sind keine Geweihten, aber so wie ich das bisher gesehen habe, kann man nicht eingreifen. Es geht einfach nicht. Das ist ein Rondra-Frevel. Aber er war kein Paktierer. Offenbar wollten. Ich meine, wir stehen im Ingrim-Tempel. Ich glaube, ja, genau. Paktierer verbrennen dann doch, oder nicht? Oder bluten oder so ein Scheiß. Vielleicht wollte Rondra, dass wir eingreifen. Aus irgendeinem Grund. Und warum sollte ein Rondrianer Praios anrufen? Scheiße, vor allem, raus aus meinem Tempel! Ich glaube, schwere das ist Stapfen das hören und wenn ihr ja, euch nur kurz verwirrt umblickt, könnt ihr sehen, wie ein... Es ist kein Zwerg, es ist ein kleinwüchsiger Mensch, allerdings mit einer Schürze, ein bisschen abgemagert, aber ihr könnt ihn definitiv erkennen, Ingrim Geweihter. Raus aus meinem scheiß Tempel, ihr Arschlöcher! Ja. Ich glaube, er meint euch. Er nimmt seinen Schmiedehammer und schlägt nach der Kniescheibe von einem der Zornesritter. Die humpeln, laufen dann noch raus und werden dann nicht widersprechen, während sie von Ingrim Geweihten rausgejagt werden. Sollte einen blauen Fleck geben. Ah, ich liebe Ingrim Geweihte. Wir gehören nicht zu denen, ne? Nicht zu denen, ganz ja, andere Leute. Währenddessen kommt die Univera wieder nach oben und nickt euch zu. Also gut, meine Helden, ihr habt euch vom Mythrael bewiesen. Ich weiß zwar nicht, was das sollte. Sie deutet auf die Überreste von Rondra Stolz. Aber wir werden das aufklären. Extrem interessant. Wo ist der Handschuh? Das werden wir. Den Handschuh haben die Geister mitgenommen, aber das Schwert haben sie da gelassen. Hier. Wollt ihr es? Ich werde es verwahren. Dies ist die Klinge der Königin, Pazifer. Wir werden herausfinden, wer das Schwert in Zukunft führen wird. So sei es. Mit diesem Schwert können wir Dapazian wieder befriedigen. Danke für eure Hilfe. Euer Gnaden. Ja. Eine Frage. Warum sollte... Wie verblendet er auch sein mag, einer eurer Brüder Praios anrufen. Sie zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Ich habe zwar von ihm gehört und dass er diesen Orden des Heiligen Zorns gegründet hat, mitgegründet, aber was in ihn gefahren ist, keine Ahnung. Er trägt zumindest das Ornat eines Rondrianers, nicht wirklich, aber seines Ordens. Wir brauchen einen Passierschein. Und wir werden den Leichnam mit nach Gareth nehmen und dort von der Hesindekirche begutachten lassen und dann auf dem Boronsfeld bei seinen Brüdern zu Gareth beisetzen. Nun, diesen Passierschein habe ich in den letzten Tagen schon einmal ausgestellt. Ihr sollt auch einen bekommen. Klingt wunderbar interessant. Danke euch für die Hilfe. Das Zeitalter der Helden. Ihr seid also einer von ihnen. Gut, dass die kamalen Kausalknoten uns zusammengeführt haben. Und jetzt helft mir, meinen Rucksack abzunehmen. Natürlich. Bronga hilft der Frau. Aber warum ich denn immer? Nee, ich mach schon. Au. Ado kann sich nicht mehr bewegen. Euer Gnaden. Sie, nachdem ihr den Rucksack abgenommen habt, wird sie euch jeder noch einmal die 12 Dukaten aushändigen. Und
in den nächsten 10 Minuten ein Begleitschreiben aufsetzen.